Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an den Chicos und Chicas da draußen, der Sky ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Test und Puzzle Perfection, nennt sich das schöne Spiel. Ich bin wieder am Start, genau mit dem kleinen Kuruchen. Wer ist hier klein? Ja, wer ist hier klein? Ne? Ist keiner. Man sieht, die endlos dummen Spiele hören nicht auf. Start, drücken wir einfach mal. Wir haben leider kein, Unlock Full Version, wir machen natürlich Beginn hier. Okay. Gut. Push Y to move. Ja. Ich glaube, das muss gedreht werden, oder? Meinst du? Wie dreht man das denn? Keine Ahnung. Ah! Ah, okay. Noch einmal, noch. So, das muss so. Dann kommt das eigentlich entweder hier vorne und ja. Ah, okay. Da sind die Knie. Ja. Ne? Da oben. Hier, ne? Schön. Das ist gerade. Dann drehen. Jetzt kommt auf die andere Seite. Warte. Hier so? Ne, hier nicht. Da kommst du hin, okay. Hier Wolke natürlich, ist klar. Das ist eine ganz klare Sache hier. So, haben wir noch mehr Wolke, das müssen wir mal wegbewegen hier. Dann haben wir hier eine Blumenscheiße. So, Wiese. Und ein Hintern. Wollte ich doch sagen, ein Stück Hintern. So. Dann haben wir hier ein paar Füßchen für die Fußfetischisten von euch da draußen. Dann hier da. Du sollst nicht immer von dir auf andere schließen. Vergiss das nicht. Oh mein Gott, wo kommt das bloß hin? Scheiße! Scheiße! Verdammt! Okay, ich hab keine Ahnung, wo es hingehört. Ist ja auch keine anderen Felder mehr. Okay. Oh Gott, ehrlich? Scheiße. Okay. Das war jetzt fail. So. Yeah! Ehrlich, mehr nicht. Das war's. Ist er nicht. Okay, das war jetzt ein Spaß für 3 Minuten. Wow. Okay, kommen wir gleich zum nächsten Spiel, würde ich sagen, ne? Zurück zu unserem kleinen Testreihe. Und ich bin ein kleiner Schisser. Da habe ich gedacht, da darf natürlich ein kleines Horrorspielchen nicht fehlen. BM Games. Das ist bis jetzt der beste Start. Warning, this game contains scenes of explicit violence, gore and blah. Hells. Oh. Oh Gott, okay. Also bis jetzt das interessanteste Anfangsscheiß von allen Demos, die wir bis jetzt gespielt haben. Okay. Wie gesagt, ich bin keine Schisser. Mal gucken, ob das Spiel mich ein bisschen gruselt. Press Start. Okay. Okay. Was auch immer. Play game, tutorial, credits, options, buy the full game, exit. Wir machen natürlich play game. Easy, normal, hellish, back. Komm in den Back! Oh. Hier komm! Arschlecken, hellish! A girl was given an old house and inheritance. People said that the house was haunted. Careless of the rumors, she decided to spend the night inside. The girl was never seen again. This is what happened that night. Wow. Was denn? Ein Ladebildschirm, das okay. Das ist so die Standard-Story von jedem Horror-Game. Irgendwer geht in ein Haus und wird nie wieder gesehen. Und irgendwann macht sich da auf den Weg. Okay, Titten hat sie schon mal. Das sind bis jetzt die besten Titten, die wir bis jetzt gesehen haben von allen. Da fällt mir gerade mal ein, ich habe überhaupt keinen Ton. Ja, ich weiß, irgendwas stimmt mit dem Headset nicht, glaube ich. Nee, auf der anderen Seite musst du einmal. Ja, ich hab's ja nicht angemacht. Ach so, von daher. Ah.
Sehe ich da Nippel? Nein. Boah, den Ausschnitt. Ja. Oh, oh. Was war das jetzt? Es war ein Quicktime-Event. Mhm. Oh, oh. Ich hasse Puppen. Ich hasse Puppen in Horrorspielen, Horrorfilmen oder sonst irgendwas. Puppen sind niemals... Lass die fucking Puppe da liegen! Hallo, Mama! Die hat keine Arme. Ah! Oh Gott, das war schlecht! Game over. Ja, auf jeden Fall. Was habe ich getan? Weil du in diesem Quicktime-Event verkackt hast. Okay. Nochmal hart, komm. Würde ich jetzt mal probieren. Ja, weil wir ein bisschen was sehen halt. Ja, a girl was never in so einem Game, ja. Callous, rumors, blah, blah, blah. Inside, blah, blah, blah. This is what happens at night. Duh. Boah, die Titten. Alter, die ist doch noch nicht mal mehr im Bild. Trotzdem hatte die Titten. Nur weil ich deine Freundin hier nicht sehe, also meine ich, dass sie keine Titten hat. Alter. Ja, das ist genau diese Logik jetzt gewesen. Okay, ich muss aufpassen. Quicktime-Event. Vor allem abschießen. Warum schließt die ab? Woher hat sie den fucking Schlüssel? Ja. Dieser Anfang ist eigentlich eher so ein Pornodreh mit den Stöckelschuhen, Alter. Ohne Witz. Da wabbelt alles bei ihr vorne. Das ist eigentlich ein Pornodreh. Wie war's? Scheiße. Schon wieder verkackt. Quit Game. Okay. Mach's doch erstmal auf normal. Drittes Mal. Ja. Story. Nicht nur, dass es eine 0815-Story ist, wie die sehen sie jetzt zum dritten Mal. Sugar, Alter. Wollen wir mal die Tür zur Küche zumachen? Wird langsam doch ein bisschen kalt. Auch wenn die Heizung an hast. Was hat die Küche damit zu tun? Und da zieht die Kälte hier rein. Vor allem der Schlüssel war schon die ganze Zeit drin anscheinend. Die hat den Schlüssel nicht mehr dabei, der Schlüssel war einfach drin. Da war ein Schlüssel in dieser fuck alten Wohnung. Vor allem, wie alt sieht die denn bitte schön aus? Ja, ich würde mal sagen 14. Ja. Ja, nicht die Frau. Die Tür. Die Tür sind mal 14. Die Aber wieder gemeint. Tür. Scheiße! Die ist wieder tot. Ja, vermut mal, wenn du es schaffst, läuft es einfach an dieser Puppe vorbei. Ja, irgendwie sowas. Oh, ja! Ich muss auf das Bild, glaube ich, da unten achten, weil eben gerade war es nämlich rot. Ja. Dum, dum, dum! Jetzt, wo du sagst? Ja, ohne Witz. Hm. Ohne Witz. Aber mit Katze. Ah. Wenn man vom Teufel spricht, ist die Katze nicht weit. Ja. Also ich konnte. Ganz ehrlich, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich muss die ganze Zeit auf die Möpse glotzen. Ich meine, ich mag Hunde, aber die sind ein bisschen übertrieben. Oh Gott, der war so schlecht, ey. Also, ich komm nicht von meinem Blick davon weg. Ohne Witz jetzt. Ach, deswegen verlierst du auch andauernd. Ja! Aber jetzt ist auch nur der. Oh, jetzt wird's hardcore. Oh, oh, oh. Rot. Blau. Rot. Rot. Grün. Gelb. Blau. Nochmal blau. Boah! Boah! Junge! Ja, genau, Hals gegen den Titten, Alter. Ja,
Ich hätte auch nichts Besseres zu tun, als auf dem Boden. Du kannst ja wenigstens mal auf den scheiß Tisch da hinstellen oder so, auf die Kommode. Okay, was, was wäre daran jetzt so gruselig gewesen? Jetzt kommt die nächste Küche. Oh. Diese Irren. Gleich zwei rote auf einmal. Vor allem, anscheinend, wenn wir das jetzt alles schaffen und so weiter und so fort, dann passiert ja mit ihr nichts. Drück mal einen Knopf daneben. Warte. Okay. Und guck dir mal unten das Foto an. Ja, das ist ein bisschen rot jetzt. Pass auf, irgendwas kommt ja aus dem Fenster. Da passiert ja nichts, weil wir es immer schaffen. Da hat einer die Spüle betätigt. Gott, hier geht ja jeder drauf. Was zum? Okay, man hört Tribbelgeräusche. Mehr kommt wohl nicht. Mal ganz ehrlich, man hört Trippelgeräusche, dass sie sich bewegt, aber sie steht nur da. Ihr könnt ja mal zurückspulen und gucken, aber sie hat nur gestanden dort. Ein Spiel verlassen. Okay, kommen wir jetzt zum letzten Spiel. Bis gleich. Und wieder zurück zum dritten Game. Dadurch, dass wir jetzt gerade ein echtes Horror-Game gespielt haben und ich vollkommen fertig bin, dachte ich mir, wir werden jetzt etwas Ruhiges annehmen. Go on vacation by Welcome to the Ocean Sea. Loading vacation. Ach du Scheiße, ist das Wasser billig animiert. Das hört sich aber nicht wirklich an wie Wellenrauschen, oder? Du musst nicht so schreien. Hoppala. Ja, die hören mich jetzt guck dir das mal an. Guck dir mal, das sind zwei Bilder. Ein Standbild und ein bewegtes Bild. Das Standbild ist im Vordergrund. Aber auch nur das Wasser. Ja, aber das bewegte Bild ist im Hintergrund. Das Standbild ist im Vordergrund. Nein, es sind sogar drei. Wenn du genau hinguckst, im unteren Bereich geht es einmal nach da und einmal nach da weg. Das geht in zwei verschiedene Richtungen. Alter! Aber es sind auch nur das Wasser, ne? Die Wolken nicht. Es heißt ja auch bewegter Ozean, ne? Ja, aber trotzdem. Oh ja, yeah, die Vollversion brauche ich jetzt, Digga, ohne Witz. So viel Geld hast du doch gar nicht mehr. Ach, keine Ahnung. Kriegen wir vielleicht was anderes dann? Customize? Boah, Alter. Oh! Sound off. Was kommt jetzt? Warum machen wir das eigentlich gerade? Ganz ehrlich, warum? Warum gucken wir gerade diesen Scheiß hier an? Ich weiß nicht. Aber es ist so scheiße. Mit diesen. Vor allen Dingen überleg mal, was macht das für einen Sinn? Du bist auf einer Insel in dein Haus und guckst aufs Wasser auf die nächste Insel schon. Dazwischen entsteht nie im Leben so eine starke Brandung, dass du es so stark hörst. Ja, vor allem, was ist im Hintergrund? Im Hintergrund ist Land! Ja, aber nee, jetzt guck dir das mal. Was sind das Wolken oder was ist das hier für ein Abschnitt? Was ist das dahinter? Das sind Berge, das ist das Festland! Nee, ich weiß, es ist auch Wasser oder sowas. Keine Nein, Ahnung. Nein, das sind Berge, wenn du mal genau hinguckst. Weil guck mal, hier hinten hast du nämlich eine schöne fette Wiese. Scheiß, Alter. Alter. Wir hatten wieder, so für drei Minuten hatten wir jetzt gerade wieder Spaß. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Ach Gott. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir haben ja eigentlich noch ein viertes Spiel, ne? Für diesen Scheiß. Wir haben ja auch ein viertes Spiel, ne? Stimmt, wir haben noch eins. Ach komm, wir machen noch eins, weil wir zweimal jetzt nur drei Minuten hatten. Okay, heute noch ein viertes Spiel dazu. Letzten Spiel wirklich. Um Bedenken zu melden, die sie zu diesem Spiel haben. Wir spielen jetzt The Silver Dollars Girls. Silver
Games, super dull. Player advice, this game contains strong language, mature humor and use of alcohol. Player discretion is advised. Okay. Welcome to Who's the Daddy 2? Today on Who's the Daddy, we have the lovely Lisa. Her father's a bazillionaire and strongly believes in abstinence before marriage. Jeer! In fact, Lisa will miss out on... Alter, das kommt schon mal gut rüber. She has sex before she's married. Unfortunately, Lisa never... Sieht sie an wie der Typ vom Pokerweb. Ja. Ist ehrlich. Mhm. Hi there, Dr. Winter's here to explain how in vitro fertilization works. In vitro fertilization is the process by which both the male and female cells... Ich verstehe zwar kein Wort, was er labert, aber es hört sich gut an. Vor allem, er labert die ganze Zeit, ich muss noch nichts drücken. Was? Ich hab noch nichts gedrückt. Ja. Ich glaub, woher das ist die Grunderklärung für das Game ist. Scheiß drauf, press Star. Excuse me? Yeah, yeah, you there? I never want to see this MD, okay? Ich glaube Play, oder? Hey, was soll uns dieses Video jetzt sagen? Play. Now it's time to play Who's the Daddy? Let's get started, folks. Lisa's gonna describe the man, and you'll have to guess which man it was. At the end of the game, if you guessed right, we'll tell the father right here that he is the daddy. You only get one guess, so choose wisely. Y-Lon? Probieren wir Y-Lon. Bonus drinking game! Alter. Was muss ich jetzt machen? Ich glaube, du musst irgendwas. Irgendeinen aussuchen und dann mit den Spiel zu landen oder was? Keine Ahnung. Is this your final guess? The father of my child is big on shirts with collars. Like he pretty much always wears one. Ach du Scheiße, with collars? Mhm. He has some facial hair going on. Einmal spezielles haarmäßiges, okay? The father of my child is a plain dude. Bonus drinking game! Was, ein was, dude? Oh Gott. Mein Englisch ist nicht so gut, dass ich dir alles erklären kann. Bonus Drinking Game! He likes to smile. He likes to smile, okay. Alter, hast du dir den alle angeguckt? Ist ein der sieht doch aus, wenn er gerne lachen würde. Ja, komm, hier, ja, warte, der eine. Der ist doch so am Grinsen überfällig. Also, nein. Warte mal, ah, wir können sogar alle raus. Ah, okay. Raus. Der lacht doch, also er grinst. Er ist ein Schwarzer. Wenn die grinsen, ja, hat das nichts zu bedeuten. Ja, ihn auch raus. Team Edward hier. Ja, auch raus. Okay, weiter. He doesn't use hair gel. Yes, I'm aware. Stupid glue. Sorry. Benutzt kein Haargel? Ja. Benutzt kein Haargel. Hallo, das ist... Is this your final guess? No. Nein. Du musst erstmal alle kreuzen, die irgendwie Haargel benutzen. Nee, ich muss den auswählen, den ich meine. Ja, aber du kannst auch Personen rausschneiden, die kein Haargel benutzen. Aber man weiß, ob das Haargel ist oder ob das einfach nur fettige Haare sind. Keine Frage. Ja, auch raus. Nee, auf jeden Fall. Sieht auch aus, wenn er lachen würde. Nein, ich nehme jetzt den hier Arschlecken. Den Opa. Nee, der ist es nicht. Der ist es auch nicht. Das ist der Opa hier. Is this your final guess? Ja. Kopfland. Ja.
Ehrlich? Ich fühle mich leicht verarscht. Ja, das ist ein großartiges Spielerlebnis für die ganze Familie. Muss ja nicht deine eigene sein, oder wie war das eben gerade? Ja. Was zum Fick ist das? Das ist Abzocke. Das ist eine fucking Demo und ich fühle mich abgezockt. Ein Scheiß. Nö, das reicht mir jetzt. So, wir sehen uns auch immer mal online, würde ich sagen. Dumme Scheiße hier. Drecks. Dumme Kacke. Was hast du erwartet? Keine Ahnung. Irgendwas Sinnvolles vielleicht. Ich meine, ich habe ja nichts dafür bezahlt. Da will ich doch was sehen.